Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dem neuen Video auf dem Kanal FLFlow. Heute schauen wir uns mal wieder eure Musik an und dann würde ich sagen, reden wir gar nicht so lange drum rum und starten direkt. Ja, der erste Beat ist von Nexo Beats und heißt Gone Forever. Ich würde sagen, wir werfen schon mal direkt einen Blick rein. Okay, Leute. Also, was fällt einem zuerst auf? Er hat geschrieben, bei Genre weiß er noch nicht so ganz. Ich würde, glaube ich, sagen, so, wenn ich mir darüber eine Stimme vorstelle, könnte es auch ganz gut eine Popnummer werden. Ist auf jeden Fall ganz gut geeignet, glaube ich, für eine Stimme, weil man es einfach schon am Frequenzspektrum ganz gut erkennen kann. Wenn ich mal kurz pausiere. Ja, dann sehen wir schon, wir haben hier einen ganz schönen Boost. Und wir haben hier noch einen Bassboost. Man sieht schon so, das ist vom Mixing her noch nicht so ganz ausgewogen. Also wenn man ganz, ja, ich sag mal, fein arbeitet, dann hat man für gewöhnlich immer einen ausgewogenen Frequenzgang oder meistens. Oder man hat ja einen Frequenzgang, der vielleicht weniger in den Höhen betont ist und dafür mehr im Bassbereich. Aber wenn man so große Peaks hat, wie es jetzt hier ist, ne, also seht ihr ja richtig, wie das hier hochgeht und hier auch, dann ist es meistens ein Zeichen dafür, dass man was am Mixing vielleicht noch machen muss. Das sind meistens nur einzelne Elemente, die den Mix ja ein bisschen matschiger machen. Kann Hall sein, kann Echo sein, kann die Lautstärke sein, es kann alles Mögliche sein. Und dass man da mal da schaut, was genau die Ursache ist, warum wir hier solche Peaks haben. Hier hört man das natürlich schon ganz schön raus. Wir haben eine sehr, sehr laute Snare und eine Hi-Hat, die hier sehr, sehr dominant ist. Ich glaube, man würde die Snare vielleicht ein bisschen leiser machen. Dann wäre das hier, glaube ich, auch nicht so stark geprägt. Müsste man mal schauen. Hören wir mal weiter rein. Ja, wir gucken mal kurz in den Bassbereich. Okay. Ich glaube, mir gefällt eine Sache nicht so ganz, und zwar hört man hier ganz schön doll, wie der Kompressor arbeitet hier, beziehungsweise der Limiter. Also hier hört man das ganz schön doll. Ansonsten finde ich das echt ganz cool. Ich finde die Instrumente ganz gut gewählt und die passen auch sehr, sehr gut zusammen. Ansonsten ist das Ganze halt sehr, sehr loopig. Also das Ganze geht, ja, knapp 3 Minuten. Ist sehr, sehr loopig, also eine Stimme darauf wäre echt ideal. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass der Riser hier so auf einmal plötzlich einsteigt. Das heißt, der wird nicht so am Anfang leise und wird dann lauter, sondern er steigt direkt ein mit einer gewissen Lautstärke. Hier, also wisst ihr, was ich meine, den Einstieg vom Riser finde ich noch ein bisschen komisch. Ansonsten finde ich die Platzierung der Drums ganz gut. Ist ganz simpel, genau, der ganze Song ist eigentlich sehr, sehr simpel aufgebaut. Aber manchmal sind es auch eben die einfachen Sachen, die eben sehr gut ankommen. Und ich glaube, das ist hier auch so gewollt, also sehr einfach und ganz übersichtlich gehalten, der Song. Aber trotzdem ist das sehr gut. Wir hören hier schon mal weiter rein und zwar merken wir, dass hier noch ein Piano dazu kommt. Ja, das Piano klingt so ein bisschen älter, ist sehr mittenbetont, klingt auf jeden Fall schon mal ganz gut und passt auch sehr in den Song, was ich hier sehr, sehr positiv anmerken würde, dass halt alles zusammenpasst, beziehungsweise von der Instrumentenwahl. Man würde vielleicht nochmal, oder ich würde gerne nochmal die Lautstärkenanpassung vielleicht an deiner Stelle reingehen und nochmal gucken, okay, wie kann ich die Lautstärken vielleicht noch ein bisschen besser anpassen und die Frequenzen eben ja besser ausgleichen, sodass wir hier ein ebenes Frequenzbild haben. Ansonsten ist der Song wirklich sehr, sehr gut, echt super cool.
weiter so. Alle Links dazu zu den Social Media Kanälen, falls ihr Nexo Beats auschecken wollt, sind natürlich in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal beim nächsten Künstler vorbei. Freunde, ich bin natürlich wieder stets erfreut, denn wir haben einen Tropical House Song. Und ihr wisst ja, Tropical House, so Sachen im Pop-Bereich, finde ich ja immer sehr, sehr interessant, weil ich die sehr, sehr, sehr gerne produziere. Und ich würde sagen, wir hören erstmal rein und sagen mal noch nichts dazu, sondern gucken erstmal. Ja, wir sehen hier schon, wir haben so typische Akkorde, die halt so im Pop-Bereich oder auch eben im Tropical House ja so gängig sind. Ich sag mal so, sie kommen halt oft in Songs vor, aber man kann halt wenig falsch machen. Ist jetzt nicht irgendwie was Neues, muss es aber auch nicht, denn es kann auch funktionieren, ne? Die Idee ist an sich schon mal nicht schlecht. Trotzdem sieht man hier, dass die Platzierung von manchen Elementen, zum Beispiel hier die Drums, die macht halt hier wenig Sinn. Die Drums an sich sind, glaube ich, ganz gut so, aber die sollte man vielleicht ein bisschen anders platzieren, weil die so ein bisschen, ja, zufällig manchmal rüberkommen, also so, als ob sie nicht wirklich überdacht worden sind. Hier sehen wir eine Kickdrum, die einen sehr starken Ausschlag hat und generell wirkt auch die Waveform von der Qualität noch nicht so gut. Also man sieht hier schon, das Signal ist sehr, sehr komprimiert, also wirklich sehr, sehr komprimiert. Wir haben einen sehr komprimierten Sound, das können wir auch hier meinem Limiter nachweisen. Wenn ich den Song mal ganz stark komprimiere, ihr seht schon, ob ich den Limiter an- oder ausmache, es macht wirklich keinen Unterschied. Wir haben wirklich ein sehr, sehr zu stark komprimiertes Signal. Dadurch ist das Ganze auch nicht druckvoll. Und wenn wir uns mal den Bassbereich anhören, haben wir wieder das, was ich leider oftmals bemängeln muss. Und zwar ist das Ganze nicht druckvoll, weil der Bassbereich ja dauerhaft stark ist. Ja, man merkt schon, die Kickdrum drückt nicht richtig durch und der Bass auch nicht wirklich. Ich glaube, das könnte man noch mal ein bisschen beheben. Er hat sogar noch geschrieben, er steht gerade noch am Anfang und übt gerade noch. Und ich muss wirklich sagen, das ist wirklich echt gut dafür. Es ist von der Qualität noch nicht gut. Das muss man wirklich so sagen, was ja auch noch nicht schlimm ist. Aber die Idee dahinter, beziehungsweise das, was man machen möchte, ist schon mal sehr, sehr gut. Und das muss ich mal wirklich so sagen, dass meine Songs, also als ich angefangen habe mit der Musik, die klangen auch so ähnlich. Die Idee war vielleicht ganz nett, aber die Umsetzung war noch nicht so ganz so gut, beziehungsweise von der Qualität noch nicht so gut. Und hier ist die Qualität, die stimmt hier einfach nur nicht, aber die Idee ist schon mal nicht schlecht, das muss man wirklich sagen. Die ist wirklich sehr gut. Ja, man hat ja halt ungefähr verstanden, wie so ein Track, ja, aufgebaut ist, welche Instrumente er verwendet. So, das ist schon mal ganz gut. Man hört hier so einen Pad-Sound raus. Ja, das Ganze klingt so ein bisschen verträumt, ein bisschen verspielt, sehr fröhlich, tropisch, glücklich. Man merkt hier am Anfang noch so einen Effekt, ist auch ganz nett. Dann haben wir hier das Build-Up der Kickdrum. Hier wünschte ich mir noch ein bisschen mehr Aufbau, ja. Also diese eine Kickdrum, die sich hier steigert, das reicht irgendwie noch nicht. Da fehlt noch irgendwas, beziehungsweise man denkt, es kommt noch was, aber es kommt nichts mehr. Ich wünschte, hier würde man noch ein bisschen mehr mitgenommen werden.
irgendein Element setzt noch ein und dann stoppt es und dann geht's rüber in den Main Part. Genau, dann haben wir das hier eben gemerkt mit dem Übergang, dass hier gar kein Druck ist und dass das Ganze halt sehr überkomprimiert ist. Wir hören mal weiter rein. Und das hier finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. An sich eine ganz witzige Idee, aber das Instrument ist irgendwie mal ganz anders. Das klingt irgendwie wie so ein Sample, was man hier einfach reingezogen hat und dann rückwärts abspielen lässt. Passt irgendwie gar nicht so rein, gerade auch, weil es ein komplett anderes Genre ist, beziehungsweise man denkt, es wäre ein anderes Genre. Aber es handelt sich ja hierbei immer noch um Tropicals. So, normalerweise mag ich diese Parts hier, wo es so ein bisschen ruhiger wird. Auch die Melodie, da ist wieder die Sache, das ist von der Idee ja nicht schlecht. So, diese Arpeggiator, der so im Hintergrund spielt, diese sehr hohen Plucktöne, ist ja an sich sehr, sehr gut, aber die sind noch nicht ganz so gut platziert, also die sind noch ein bisschen zufällig. Es hilft manchmal, sich dabei an den Akkorden zu richten. Also nehmt manchmal die Akkorde und lasst die mal von einem Arpeggiator spielen, das klingt manchmal echt sehr gut und würde ich auch jedem mal empfehlen, das in seinen Song reinzupacken. Vielleicht im Pop-Bereich, da ist es ja sehr, sehr üblich. Würde ich auf jeden Fall mal schauen, wie das Ganze klingt und dann vielleicht in den Hintergrund setzen oder in den Vordergrund, wie man es hier gemacht hat. Muss man halt sehen. Hier zum Beispiel auch die Kickdrum, ne? Die ist eben noch ein bisschen, komisch platziert, sag ich mal. Ne, sowas wisst ihr, was ich ungefähr meine. Aber sonst finde ich den Song wirklich gut. Wir hören mal weiter, denn hier sieht die Waveform nochmal anders aus. Haben wir ein schönes Piano. So ein typisches Hauspiano eben. Nicht schlecht. Oh, jetzt haben wir ein Gänsehautmoment hier. Ist wirklich ganz schön gemacht auf jeden Fall. Hier haben wir einen Filter drauf, der sich dann öffnet. Dann haben wir hier nochmal eine Steigerung. Und dann haben wir wieder den Hauptpart. Hier öffnet sich das Pad, das ist auf jeden Fall sehr gut. Aber hier hört man auch schon, selbst hier hört man schon, das sehr überkomprimierte Signal. Und dann ist mir noch was Kleines aufgefallen, und zwar haben wir am Ende noch einen Fehler in der Platzierung. Ich glaube, das sollte nicht so sein, denn hier haben wir einmal einen Fehler mit der Kickdrum. Hört mal rein. Ja, habt ihr schon gemerkt. Ich würde es jetzt vielleicht, wenn es die wirklich finale Version von dem Lied ist, auf jeden Fall nochmal bearbeiten. Aber ja, ansonsten kann man das jetzt ja mal fürs Jetzige so übersehen. Ansonsten haben wir am Ende das Outro mit einem Subdrop. Der sehr lange ausklingt. Ist auf jeden Fall ein ganz cooler Song. Geht auch volle 3 Minuten 22. Also auf jeden Fall schon mal ganz gut. Dafür, dass es der erste Song war, ist es auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr coole Sache auf jeden Fall. Die Idee ist super, die Umsetzung ist eben noch nicht ganz perfekt. Da muss man noch einiges machen, aber das kommt im Laufe der Zeit auf jeden Fall. Also da einfach noch ein bisschen gucken, wie man einen Song mischt und diesen dann auch richtig mastert. Aber ganz wichtig, erst mischen und wirklich, wenn der Mix perfekt ist, dann ins Mastering gehen. Mixing ist sehr, sehr, sehr wichtig und wenn das Mixing nicht gut ist, dann kann man mastern, wie man möchte und das wird trotzdem nicht gut klingen. Ja, deshalb als kleinen Fact so am Rande, Mixing auf jeden Fall 1000-mal eher in den Vordergrund stellen als Mastering. Mastering macht man wirklich nur dann, wenn der Track komplett fertig ist. Das war auf jeden Fall noch der kleine Tipp am Ende. Dann würde ich sagen, meine Freunde, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss.